Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich ein zweites Mal über meinen Studiengang spreche, aber es gibt wirklich noch sehr, sehr viel, was ich euch zeigen kann. Zum einen führe ich euch durch die Werkstätten, den Computerpool und zeige euch mein Klassenzimmer. Ebenfalls werde ich euch etwas über meine Projekte erzählen, was ich genau in meinem Studium mache und zu guter Letzt lasse ich meine Kommilitonin zu Wort kommen, was ihnen am Studium gefällt, ob es ihnen überhaupt gefällt und wie sie darauf gekommen sind, Kommunikationsdesign zu studieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns später. Welcome to my crib. Das wollte ich schon immer mal sagen. Jetzt befinden wir uns im L-Gebäude und im Eingangsbereich gibt es immer ganz viele Postkarten, auch von Professoren. Die kann man sich auch immer gerne mitnehmen. Ja, hier seht ihr jetzt mal ein paar Impressionen vom Gebäude. Im Erdgeschoss befindet sich das Film- und Fotostudio, das man als KT-Student auch gerne benutzen darf. Im Untergeschoss und im Erdgeschoss gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen. Aber ich wollte mich jetzt einfach nur auf die Highlights beschränken und wir gehen jetzt in den ersten Stock in den Computerpool. Hier seht ihr unser Klassenzimmer sozusagen, in dem wir ganz viel Zeit verbringen. Im L-Gebäude befindet sich auch nochmal ein Tonstudio, das Hochschulradio und Hochschulfernsehen, eine Dunkelkammer, also wirklich alles Mögliche. Jetzt kommen wir zu meinen Projekten, was ich eigentlich in dem Studium mache. Zum einen habe ich ganz klassische Fächer mit Klausuren, das wäre einmal Kunst- und Kulturgeschichte, sowie Kommunikationsdesign Technik 1 und Technik Fotografie. Zum anderen habe ich auch sehr praxisorientierte Fächer, wie beispielsweise die andere Hälfte von Technik Kommunikationsdesign. Die Aufgabe von unserem Semester ist es, eine Party für die nächsten Erstis von Kommunikationsdesign zu gestalten, also uns ein komplettes Konzept zu überlegen und das dann im zweiten Semester auch zu organisieren und durchzuführen. Und das war wirklich sehr, sehr cool. Also wir haben uns jetzt schon auf ein Konzept geeinigt und das ist wirklich sehr crazy. Ich werde es euch noch nicht verraten, weil dann ist ja der Überraschungseffekt weg. Aber ihr werdet es dann auch auf dem Campus sehen. Ich denke, so um ja, April, Mai rum wird die Party dann stattfinden. Ich freue mich auch schon wirklich sehr. Das wird richtig, richtig cool. Ja, dann haben wir auch andere Fächer wie beispielsweise Schrift und Typografie. Und da haben wir einen richtigen Auftrag von der Forstanstalt des Schwarzwaldes bekommen, dass wir ein typografisches Plakat entwickeln sollen, das eine Message bzw. ein Slogan beinhaltet für eine bestimmte Zielgruppe. Und es geht allgemein um die Wildtiere, dass sie nicht gestört werden sollen. Dass wir das eben herausarbeiten, herausheben und auf einem Plakat dann gestalten. Genau. Ein weiteres Fach, in dem wir einen realen Auftrag ergattert haben, ist Fotografie. Das Landratsamt ist der Auftraggeber einer großen Kampagne, die sich um kulturelle Vielfalt dreht. Wir Erstsemester machen dann die Bilder, die auf ganz großen Werbeplakaten aufgehangen werden. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Wanderausstellung im Landkreis und die Drittsemester machen dazu Illustrationen, die dann auch in diese Ausstellung kommen. Auf der anderen Seite gibt es auch Fächer, wo wir jede Woche was abgeben müssen, beispielsweise in der analytischen Bildgestaltung. Da kriegen wir jede Woche eine Aufgabe, die wir zuerst besprechen und dann bis zur nächsten Woche erledigen müssen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir die Vielfalt und das praxisorientierte Arbeiten am meisten Spaß macht. Ebenfalls finde ich es wirklich sehr, sehr cool, dass wir reale Projekte haben, die dann auch ausgestellt werden, ausgehangen werden und bereitet uns natürlich auch super auf den Berufsalltag vor. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt erzählen euch meine Kommilitonen, ob ihnen das Studium gefällt und wie sie überhaupt auf Kommunikationsdesign gekommen sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, vergesst nicht den Daumen nach oben zu geben und auch beim nächsten Mal vorbeizuschauen. Schickt das Video auf jeden Fall euren Freunden, eurer Familie und Leuten, die sich für Gestaltung bzw. für Kommunikationsdesign interessieren. Mir hätten die Videos auf jeden Fall was gebracht und ich hoffe euch auch. Ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!
studiere Kommunikation zu sein, weil es super vielfältig ist. Man kann in jeden Bereich so ein bisschen reinschnuppern, also wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, so würde ich jetzt lieber was layouten, würde ich jetzt lieber fotografieren. Hier kann man bei allem mal reinschnuppern, das gefällt mir sehr gut. Ja, also ich habe mir halt überlegt, ich will ein künstlerisches Studium machen, aber ich wollte halt irgendwas machen, wo man Leute mit erreicht und wo man eine Aussage transportieren kann und wo man vielleicht auch Dinge, die einem wichtig sind, anderen weitergeben kann oder einen Denkanstoß setzen kann. Und das funktioniert halt mit KD sehr gut und man hat einfach die Möglichkeit, auf ganz verschiedenen Medien zu arbeiten und es ist ziemlich vielfältig und das finde ich ziemlich cool. Immer diese dauernde Ideen haben, Kreativität ist total dabei, weil du irgendwie noch so ein bisschen frei bist in dem, was du machen kannst und dadurch aber auch quasi mit Menschen kommunizieren kannst. Für mich war es wichtig, dass ich mich in meinem Beruf kreativ ausleben kann. Und ich habe das Gefühl, das kann nicht besonders in Kommunikation zu sein. Aber ich habe dann für ein paar Monate in einer Werbeagentur gearbeitet. Die Arbeit da hat mir einfach so viel Spaß gemacht mit dem Team. Da habe ich dann so für mich herausgefunden, dass Kommunikationsdesign der richtige Studiengang für mich ist. Ich kann einfach nur kreativ sein. Ich würde nicht wissen, was ich sonst in meinem Leben anfangen würde irgendwie. Ich habe zum Teil für ein paar Freunde und für meine Eltern im grafischen Bereich schon ein bisschen gearbeitet. Also ich persönlich hatte bis jetzt eigentlich überhaupt keine Vorerfahrungen. Ich habe noch nie mit irgendwelchen Adobe-Programmen gearbeitet. Einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe ja 2 Jahre Kunst studiert in Kapstadt und das hat mir schon sehr viel geholfen für mein Portfolio. Davor habe ich auch freie Kunst mit Fotografie als Fach gehabt. Und ich würde sagen, dass das mich schon sehr geprägt hat. Ich habe ein Praktikum gemacht in einer Werbeagentur für 4 Monate in München. Wobei ich sagen muss, dass ich da eine Kollegin hatte, die mir echt weitergeholfen hat. Die hat in Pforzheim Design studiert und da, die konnte ich ganz oft fragen, noch nach dem Praktikum, wo ich dann abends noch in der Agentur saß und dann irgendwie für die Mappe Sachen vorbereitet habe. Ich habe eine 3-jährige Ausbildung hinter mir, eine schulische. Dann danach habe ich 2 Jahre ungefähr gearbeitet, zum Teil auch ein bisschen selbstständig. Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass man so kreativ im Kopf ist und neue Ideen hat und dieses ganze Handwerkszeug, das lernt man dann schon. Das war damals in der Schule, da mussten wir gezwungenermaßen zu so einem Uni-Vorstellungstag gehen und da war dann das Design in Nürnberg wurde vorgestellt und ich war so, wow, die machen so krasse Sachen, ich will das unbedingt auch machen. Aber dachte, ich bin zu schlecht, weil ich kann jetzt nicht so gut zeichnen oder sowas. Aber dann habe ich mich jetzt reingehangen und es klappt auch, wenn man nicht zeichnen kann. Also wenn man andere Sachen, wenn man einfach kreativ ist, die Ideen sind, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man gute Ideen hat. Und dann kann man das auf jeden Fall machen. HD ist einfach was, mit dem man tagtäglich irgendwie konfrontiert ist. Und bei mir ging es halt über Grafikdesign. Also, dass mich das halt schon immer interessiert hat und irgendwann bin ich halt dann deswegen auf Kommunikationsdesign gekommen, weil es ja eigentlich nur die erweiterte Form sozusagen ist. Eigentlich durch meine Mom, weil ich wollte eigentlich weitermachen mit meinem freien Kunststudium. Ja, dann hat sie irgendwie mal mir das so gezeigt und dann kam sie eigentlich auch nochmal auf den Art Directors Club. Da ist Konstanz ja, glaube ich, 1 der Top 2 Hochschulen vom Ranking her und ich habe mich halt an den besten 4 beworben. Es ist nicht so elitär oder so hochgestochen. Es passt auch irgendwie nicht in dieses Feld als Kommunikationsdesigner oder Designer allgemein. Ja, es ist halt cool, weil man ist eine relativ kleine Gruppe und deswegen lernt man voll viel auch voneinander und nicht so dieses Frontalunterricht. Und jeder hat auch irgendwie so seinen eigenen Schwerpunkt und deswegen ist es ziemlich cool. Vor allem auch die Kommunikation untereinander, also mit den Kommilitonen, mit den Professoren, das ist so eher so ein familiäres Umfeld und kein rein schulisches Umfeld. Und das macht die Sache auch um einiges leichter, über Sachen zu reden, Sachen zu diskutieren, Sachen auch zu kritisieren, Kritik auszuüben, zu lernen, Kritik anzunehmen. Und das finde ich auch total wichtig, dass man das lernt. Also die Professoren, die sind alle so begeistert von ihrem Fach. Also man merkt, die machen das richtig aus Leidenschaft. Ist nicht so wie in der Schule, wenn die Lehrer dann irgendwie so, die müssen da halt hingehen und sind nicht so begeistert davon. Aber so hier merkt man, dass die Leute hinter ihren Sachen stehen, die sie machen. Das motiviert dann auch selber total. Wir haben ja unser eigenes Gebäude, wir haben unser eigenes Café. Es ist irgendwie wie so eine kleine Family. Am Studium gefällt mir, dass wir hier so eine kleine, zusammengeschweißte Truppe sind. Wir verstehen uns super mit unseren Professoren. Eigentlich ist es so eine schöne familiäre Atmosphäre eigentlich. Mir gefällt auch sehr, dass hier der Fokus auf dem Digitalen relativ groß ist. Also für mich als jemanden, der viel digital auch macht
Und das ist was mir bei anderen Hochschulen auch teilweise fehlte, die noch eher traditionell ausgerichtet waren. Ich glaube, die Leute, meine Friends, das Gebäude, die Dozenten sind auch richtig Hammer. Sie sind alle super motiviert. Hier ist die ganze Zeit was los. Es gibt irgendwie zweimal die Woche einen anderen Event, irgendwie einen anderen Design-Talk und man ist die ganze Zeit so motiviert, einfach besser zu werden und sich neu informieren zu lassen und einfach so sich inspirieren zu lassen. Ja, ich glaube, das macht es auch richtig aus, dass bei uns so viele einen guten Abschluss machen und irgendwie auch einen guten Job bekommen.